Kann Leben Kunst sein? Dieser Frage geht die Installation des Franzosen Pierre Hueck nach. Sie zeigt einen Garten, bestehend aus Unkraut, Kompost, Abfall, einer Skulptur aus Bienenwaben und einem Gärtner, der tagsüber dort mit seinem Hund verweilt. Die Besucher haben die Möglichkeit, alles zu beobachten und zu rätseln, worum es geht. Im Umfeld wird eine Reihe von psychedelischen Pflanzen präsentiert, die ein wichtiger Bestandteil im Leben von Pierre Hueck waren. Sie stehen für seine Sinneserweiterung. Vielleicht stände dieses Kunstwerk heute nicht hier, wenn die Natur nicht ihren Beitrag dazu geleistet hätte, um Pierre Hueck's Horizont zu erweitern. Es scheint wie arrangierte Kunst, die wie zufälliges Leben aussieht. Oder arrangiertes Leben, das wie Kunst aussieht? Es scheint wie ein ungewolltes Theaterstück. Die Transaktionen zwischen den Personen laufen jedoch zufällig und wahllos ab. Es geht um Gastfreundschaft, Feindseligkeit, Gegensätze, Trennung und Verfall. Es gibt Automatismen, aber auch Zufälle, Umstände und Abweichungen, die für das Auftreten von komplexen Situationen sorgen. Es entstehen schleichende Verwandlungen, Begegnungen und Prozesse, doch gibt es niemals Wiederholungen. Die Rollen der Personen sind nicht klar verteilt, nichts ist organisiert. Sie erscheinen als Automaten, die in den Tag hineinleben, abwartend im ewigen Sachverhalt.